Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Terraformers, ja. Nochmal ein bisschen leiser machen, so wie immer, weil es irgendwie viel zu laut ist. Im Hauptmenü, so wie immer. Ja, beim letzten Mal hatten wir... Na, guck mal, wir können ein neues Spiel machen. Hat das ein Update bekommen oder so? Ne, eigentlich nicht, ne? Egal. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Weiß das gerade nicht mehr. Ach ja, wir haben ja irgendwie Wasser gemacht. Wir haben Ozean erhöht. Deswegen sieht man das hier jetzt. Hier kriegen wir Wasser. Wir sind... Ozeanimporter haben wir nochmal gemacht gehabt. Was brauchten wir dafür? Das... Genau, davon hatten wir noch so wenig. Und das haben wir hoch. Wir brauchen... Silikat. Aber wir brauchen Silikat auch erstmal hier für Universität, weil sonst machen die weiter Mimimi, die Leute. Und genau. Tiefe Teile müssten wir auch noch bauen, aber dafür brauchen wir noch mehr Wasser. Momentan produzieren wir halt viel zu wenig Wasser. Ja, stimmt, wir haben hier die Stadt gebaut gehabt. Oder sind soweit zum Bauen. Wir finden die Ressourcen für, ne? Ja. Kannst du das mal wegmachen, ne? Ah, die Energie fehlt, alles klar. Da beenden wir mal die Runde. Schule. Handel, Hydrokultur, Farm, das ist eigentlich ganz gut. Haben wir hier unten aber noch. Hochhaus. Minus Unterstützung, das ist auch so dumm, ne? Obwohl das Hochhaus ist eigentlich, aber ja. Ich würde noch eine Schule dazu nehmen. Denn könnten wir hier mal das machen. Was glaube ich nicht so schlau ist, vielleicht, weiß er nicht. Aber ja. Wir können hier noch eine Schule machen. Momentan brauchen wir noch das. Das, was wir noch nicht so machen können. Wir brauchen auf jeden Fall Titan noch. Dann können wir noch so ein Gehöft bauen. Ja, aber das haben wir gerade noch nicht. Davon machen wir gerade zwei. Eigentlich könnte ich... so viel reinmachen, wie geht. Oder auch erstmal lassen. Erkundungssatellit. Obwohl... ich mache es mal so. Wie denn das hier noch? Kostet 2 Energie, haben wir natürlich nicht. Ah, Mist. Die Energie haben wir gerade aufgebraucht. Obwohl wir 5 Energie kriegen, ne? Kompressionsanlage baut, dass wir Nitrat kriegen. Wir müssen das mal... obwohl... gewählt 3 zu viele Ressourcen, die... guck mal das hier. Alternative Weltraummaterial. Machen wir erstmal das. Ah, ich kann... achso, wir können ja 2, habe ich total vergessen. Ich baller das andere mal weg. Beende mal die Runde. Windkraft. Okay, geh mal her. Weltraumhotels. Geo-Engineering Labor. Wissenschaft erhält das halt nur. Ich mach das mal mit rein. Brauchen wir noch nicht machen. Aber machen wir später. Aber ja. So.
könnten Kompostieranlage machen. Titan brauchen wir halt immer noch. Wir brauchen halt auch immer noch eine Sauerstofffabrik. Dafür haben wir auch noch nicht genug Wasser. Ich wollte das hier machen, ne? Unterstützen Nitrat und Wasser. Haben wir den Satelliten. Wasser, Titan und... keine Ahnung. Namen vergessen. Okay, 4 fehlen noch. Ach ja, wir können das hier aktivieren, ne? Flupp. Dann haben wir hier ein bisschen mehr. Wasser erhöht. Aber allzu viel ist das auch nicht. Wir könnten... ich pumpe da mal Nahrung rein. Nahrung haben wir ganz gut, das ist in Ordnung. Titan fehlt uns halt wie gesagt noch. Aber ja. Können wir halt nichts machen, wir können nur beenden. Ja. Minus 35 Unterstützung. Minenarbeiter Unterkunft, okay. Bin dumm, ich weiß. Magnetfusionskraftwerk. Was bringt das? Energie plus 2. Kann ich erstmal reinmachen. Zack, machen wir mal hier. Dann haben wir das. Das unterstützt dann nochmal. Sauerstoff. Fällt zum Weg. Oh Mann. Hier war fruchtbarer Boden, genau. Wir können einen machen. Gehen wir mal nicht hier hin. Dann brauchen wir noch Energie. Können wir dann machen demnächst. Dann. Hier hätten wir noch Platz. Können wir hier nur noch Sauerstoff. Du musst deine Bevölkerung begrüßen oder benötigst mehr Roboter, um mehr Gebäude in diese Stadt zu bauen. Ehrlich jetzt? Dann eben nicht. Was ist, wenn wir das bauen? Geht auch nicht. Dann halt nicht. Das ist voll. Hier können wir noch was bauen. Wir können auch das hier. Nee, wir brauchen die gerade. Ich könnte aber. Nee. Hallo? Zack. Machen wir das. Haben wir schon mal das? Damit würde ich das runtersetzen, aber dann würden wir auch Energie kriegen. Naja. Egal. Egal. Genau, da fehlt uns jetzt noch einmal Energie. Das kriegen wir nächste Runde. 7 Energie kriegen wir. Und damit können wir nichts machen. Könnten aber das machen, oder? Weltraumhotels plus 10 Unterstützung. Okay. So, was haben wir denn hier? Luxuswerkstatt. Das haben wir noch. Pflanzenverteiler könnte ich auch nochmal mitnehmen eigentlich. Okay. Dann machen wir das hier. Dann kriegen wir nochmal was einmal mehr. Das dauert auch so lange, ne? Weltraumhotel. Zweimal halt drin.
Naja, lass mal verballern erstmal. Weil dann können wir meine, haben wir noch mal Erkundungssatellit mehr. Und ich glaube, das lohnt sich auch. Was brauchen wir denn noch? Oh, auf jeden Fall das. Würde ich mal so machen. Haben wir 10. Wir haben halt schon wieder keinen Platz, das hier hinzubauen, weil, ja. Ach nee, das kommt außen, alles klar, stimmt ja. Da war ja was. Da war ja was. Dann, könnte ich den einmal hier hinsetzen und hier würde ich dann die Energie hinmachen. Dann haben wir hier Windräder. Dann kriegen wir 8 Energie jetzt. Oh, guck mal. 277 von 300. Wir sind fast fertig. Wir haben das fast. Noch irgendwas? Noch irgendwas? Nö, 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 nö. Okay. Können nochmal welche holen. Tierverteiler. Mehr. Guck mal, Wohnmodul. Das ist nächste Runde. Haben wir dann das? Genau, wir könnten noch eine Wohnkolonie bauen. Pflanze ich einmal hier hin. Ist gerade egal, weil das können wir eh noch nicht bauen. Wasser, Wasser. Ja. Wir brauchen unbedingt mehr Wasser. 282. Ich glaube, nächste Runde sollten wir das fertig haben, ne? Hier haben wir nochmal Wasser. Da haben wir nochmal Wasser. Wasser, Wasser. 4 und 3. Nehmen wir das. Nitrat und Wasser. Was ist das denn da eigentlich? Und machen wir hier Tri. Das ist bestimmt auch wieder was Spezielles, oder? Wie viel Wasser haben wir jetzt? Das können wir noch nicht bauen, dafür fehlt uns schon wieder die Energie, so wie immer. Ja, dann muss ich die Runde beenden einmal. Löwen erhalten. Naja, Rotwild erhalten. Machen wir mal das. Krankenhaus. Wir können aber Lieferdrohnen eigentlich machen. Und noch einen Raumhafen könnten wir bauen. Aktivieren. Achso. Der das aber nur direkt beendet. Okay. Meer. Eine gigantische Eisfläche, über die kalte Winde peitschen. Ein Ort, an dem Lorik Björnissen sich zu Hause fühlen würde. Ein Aspekt dieses Standorts wird für die Menschen einen hohen Symbolwert haben. Die Suche nach Ressourcen in diesem Gebiet hat schwache Hinweise auf Nitrat-Tritium ergeben. Wir können die bei der Prospektion gefundenen Proben einsammeln. Meeresstandort. Okay. Müssen wir halt erhitzen, ne? Das halt wärmer machen, dass das hier schmilzt, dann würde ich so behaupten, ich weiß das nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß das nicht. Können wir noch so einen bauen? Momentan aber nicht. Können wir einmal so machen. Plopp. Okay. Dann können wir weiterführen. Canyon aussieht. Stimmt ja, Plattform, ne? Aussichtsplattform. Und hier können wir noch eine Stadt bauen. Ach, ja, wir haben hier 2, das ist sehr gut. 3, das ist 5 hier. Ich würde hier mal machen, ne? Tritium, Wasser und Titan. Sehr schön.
Dafür fehlt uns halt immer noch am meisten, ey. Ist so nervig. Aber wir können die Aussichtsplattform für keinen Komfort erhöhen. Für deren Komfort, da machen die nicht mehr so viel. Kannst aber nicht lassen, ne? Sorry, Leute. Ich kann halt gar nichts bauen davon gerade, ne? Da muss ich das immer zuck. Weg damit erstmal. So. Wir können das nochmal bauen. Wer hat mehr Energie? Insektenfarm. Ich nehme mal das mit. Minus 6. Ach ja. Gericht. Lebenskomfort, okay. Finn hat immer noch 8. Ja, warum? Drei davon. Ich mach mal das. Können wir nächste Runde erst machen. Aber wir können das bauen. Das können wir bauen. Mission war erfolgreich. Gewinne das Szenario, die rote, okay. Ich bin durch. Ich hab's geschafft. Ich habe das Szenario erledigt. Juhu! Und bin nicht... Und bin nicht... draufgegangen oder so. Aber war Tutorial, ne? Okay. Spiel beenden. Mars-Programm erfolgreich. Du hast es geschafft. Du hast eine überlebensfähige Mars-Kolonie aufgebaut. Und mit deinem Erfolg die Zustimmung irdischer Regierung und der Siedler auf dem Mars gewonnen. Sorry. Die aufkeimende Mars, bla bla bla. Schön, dass das weg war einfach. Neue Inhalte freigeschaltet. Okay. Neue Inhalte freigeschaltet. Rover Erkundungszentrum. Okay. Regolithverbrenner. Aha. Der Marsboden enthält brennbare Bestandteile als Treibstoff zu nutzen, damit es uns Energie zu erzeugen und die Atmosphäre zu verdichten. Okay, das ist auch cool. Automatisierte Belegschaft. Lebenkomfort und Roboter 2. Okay, das ist auch cool. Gewährt eine Erkundungsaktion, die Ladezeit wächst mit der Entfernung von dieser Erkundungszentrum und beginnt bei 2. Aha. Flop. Iglos. Okay, das ist Bevölkerung. Toranbieter. Dieses Projekt kann nur einmal pro Stadt. Aha. Die Mars-Kolonie bietet Besuchern viele Attraktionen und selbstgebürtige Marsbewohner erfahren gerne mehr über die Geschichte ihrer Siedlung. Saatgutspeicher. Mhm. Hui. Man sagt, dass Rom nicht an einem Tag erbaut wurde. Doch bei Mars ist das anders. Die Mars-Kolonie wurde innerhalb kürzester Zeit errichtet und übertraf damit alle Erwartungen. Eine beeindruckende Leistung. Naja. Naja, naja. Wir können sogar Fortsetzung machen, ne? Fortsetzung. Möchtest du deinen aktuellen Spielstand fortsetzen, dein Punktestand und deine Erfolge werden gespeichert und nicht beeinflusst. Wenn du bereits ein gewonnenes Spiel fortsetzt, kannst du keine neuen Erfolge erzielen. Okay. Ich hätte trotzdem mal reingucken können, ne? Der Planet wartet. 400 Punkte. Wir gehen zum Mars weiter, weil es der nächste logische... Okay, roter Weg. Wir stehen zum Mars, um Profit zu machen und den Lebensstandard zu erhalten, den wir auf der Erde erworben haben.
grüner Weg. Aha. Verbreite Leben. Blauer Weg. Terraformer die Mars komplett. Erwartung hoch 7. Okay, das ist... Ja, okay. Hm. Per Aspera ad Astra. Mars ist nur der Anfang eines Sprungbetts zu einer anderen Welt jenseits unserer Reichweite. Verdiene hohe Weltraumpunkte. Mhm. Kann auch Benutzer definiert machen. Herausforderung. Okay. Können sogar auf schwer gehen. Das ist halt herausfordernd. Aber ich würde sagen, auch wenn ich gesagt habe, dass der Test länger gehen wird, werde ich hier beenden, weil, wie gesagt, es war Let's Test. Waren da noch nur 5 Folgen? Ja, nur 5 Folgen. Die letzte ist 20 Minuten. Naja, ist in Ordnung. Es macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Ich werde das irgendwann nochmal wahrscheinlich mehr spielen. Aber ich habe halt generell noch viele andere Sachen vor mir. Es hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gebracht. Wir schauen mal, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal kompletter spielen. Und dann wahrscheinlich mit den DLCs vielleicht zusammen. Schauen wir mal. Aber ja, dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Entweder hier bei Terraformers oder bei einem meiner anderen Let's Plays, die momentan laufen. Oder die in Zukunft noch laufen werden. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.